Guten Morgen, heute wieder das Monatsupdate meiner YouTube-Einnahmen und meiner aktuellen Ziele, meiner Ideen und Einblick in die finanzielle Situation eines YouTubers, was ja generell für viele interessant ist. Als erstes gibt es nun einen erheblichen finanziellen Einschnitt auf der Ausgabenseite in meinem Leben, den ich auch voranstellen will. Das gehört dazu. Bevor ich dann zu den Einnahmen meines Monats und ja, meine Ideen des Monats komme. Die Tatsache, dass ich Anfang des Jahres mit meiner Freundin, mit der ich seit 15 Jahren zusammen lebe bzw. zusammen bin, nicht immer zusammen lebe und auch ein Kind habe, dass ich mich da getrennt habe bzw. wir uns getrennt haben gemeinsam, hat nun konsequenterweise dazu geführt, dass ich 200 Euro an Unterhalt für meinen kleinen Racker zahle. Das bedeutet, da ich bisher ca. 330 Euro im Monat für Essen, Trinken und Haushalt zur Verfügung hatte, sind es nur noch 130 Euro. Was natürlich schon ein ziemlicher Einschnitt ist und ich kann schon vorausschießen, dass die Aprileinnahmen an dieser Situation nicht groß was geändert haben. Es kam natürlich wieder alle Optionen mir in den Sinn, die möglich sind, um ja, quasi meine Lebenssituation zu reevaluieren, aber letztlich werden alle Optionen wieder damit verbunden, dass ich die wichtigste Sache im Leben, das zu tun, was man liebt, einschränken müsste. Ja, und das zu tun, was man liebt, bedeutet für mich nichts Geringeres, als die Welt zu verbessern und meinen Teil dazu beizutragen durch Information, Inspiration und ja, auch Unterhaltung und Freude. Also habe ich einfach mein Mindset neu justiert und habe nun 130 Euro, wovon ich 100 Euro für Essen und Trinken ausgebe und 30 Euro für den Haushalt. Ach, und bevor jetzt wieder aufmerksame und gesetzeskundige und gesetzestreue Deutsche den Hinweis geben, dass ich mit meinem Einkommen eigentlich gar keinen Unterhalt zahlen müsste. Ja, das stimmt, aber ich möchte, da es möglich ist und da das Geld ja für meinen Sohn ist und nicht irgendwo rausgeworfen. Und Unterhaltsvorschuss des Jugendamts als Alternative mit den damit verbundenen behördlichen Verflechtungen gerade im Hinblick auf eine mögliche Auswanderung oder anderen freien Entscheidungen des Lebens, das war für mich keine Option. Und ihr erinnert Euch doch sicher noch an meine Hartz IV Challenge vorigen Jahr. Da habe ich einen Monat für 140 Euro gelebt und da war definitiv noch Raum nach unten. Siehe auch mein Video von der Rohkost für 79 Euro im Monat. Also das findet ihr oben in den Infokarten. Also da ist auf jeden Fall noch Potenzial mit 130 Euro im Monat. Diese Challenge und meine Erfahrungen, die ich damals gemacht habe mit der Hartz IV Challenge, gepaart mit generellen Tipps und Tricks für ein preisbewusstes veganes Lebens, ist auch das Buch, an dem ich gerade schreibe. Also passend zur aktuellen Lebenssituation, passender es eigentlich nicht sein kann. Und ja, hadere ich mit der Situation oder bin ich unglücklich darüber? Nein, denn es ist der Weg, den ich voller Zufriedenheit gehe und solange es möglich ist, diesen Weg, also zu 100% das zu tun, was ich liebe, das auch zu tun, gehe ich diesen Weg weiter, eben mit allen Konsequenzen. Denn ich werde niemals sagen, oh, damals, da habe ich schon eine scheiß Zeit gehabt, weil ich nicht alles kaufen konnte, was ich wollte, sondern ich werde sagen, diese Zeit war in meinem Leben die wunderschönste und erfüllendste Zeit, da ich auf mein Herz gehört habe. Abgesehen davon kommt jetzt ja, das kostenlose Wildgrün aus allen Ecken und Enden und auch mein Garten wird mir helfen, diese Herausforderung zu meistern. Es gehört aber zu einem ehrlichen und offenen Monatsupdate auch dazu, dass ich Euch eben darüber auch informiere. Und genau das habe ich jetzt hiermit gemacht, gerade weil es jetzt wirklich ein eklatanter Einschnitt ist, damit ihr auch wirklich auch einen echten Eindruck von meinem Leben habt und ja, nicht nur immer so ein paar Sachen Euch rausziehen müsst. Ne? Dafür ist ja dieses monatliche Update auch gedacht. Und nochmal, und das ist wichtig, es ist lediglich eine Anpassung an die Umstände, das ist nichts emotional Negatives dabei, es ist eine Anpassung an die Umstände, die ich jetzt vollziehe. Das Vorhandensein von weniger Geld ändert nicht mein Leben. Das was ich tue und das wofür ich mich jeden Tag begeistern und erwärmen kann, es ändert nur die Umstände. Man muss sich anpassen, man muss dynamisch und flexibel sein im Leben, genau wie das Leben selber. Aber das Leben ändert sich dadurch nicht, das Leben an sich. Finanzielle Not ist also auch ein Katalysator für Kreativität und Schaffenskraft. Ich weiß, viele sehen das nicht so und beklagen sich lieber und geben der Politik, der Gesellschaft oder der Wirtschaft die Schuld, dass sie so ein armer Tropf sind. Aber du bist, was du fühlst, sowohl aus spiritueller als auch aus wissenschaftlicher Sicht. Siehe dazu auch mein Video zur Quantenphysik oben in den Infokarten. Ich bin zufrieden und muss mich anpassen. Diese Anpassung hat nun natürlich auch auf die Ernährung ein paar Auswirkungen, die ich jetzt da auch ausführen werde.
Genauso wie ich gerne zu 100% das tue, was ich liebe, würde ich natürlich auch gerne zu 100% das essen, was ich möchte. Also im Hinblick auf den Genuss möchte. Aber das wird nicht mehr möglich sein. Also muss man sich da auch anpassen. Und ganz unemotional, man muss sich einfach anpassen. Und das Maximum rausholen, was geht. Denn nur das kannst du wirklich machen. Das steht in deiner Kraft. Sich hinzustellen und zu sagen, oh, ich hätte lieber mehr Geld und daher bin ich unzufrieden, das ist sinnlos. Dieses Leid ist einfach dann nur künstlich generiert. Das hat keinen Zweck. Siehe dazu auch mein Video zu den zwei Ebenen des Leids. Oben Infokarten. Du kannst nur das tun, was möglich ist. Und es gibt überhaupt keinen sinnvollen Grund, darüber unzufrieden zu sein, dass, ja, das Maximum an deinen Möglichkeiten herausgeholt zu haben. Lernen relativ zu denken, denn alles ist relativ. Also die konkreten Auswirkungen werden sein, dass ich mich mehr auf den Garten und auch das Wildgrün fokussiere, also die kostengünstigen oder kostenlosen Optionen, mehr als ich das eigentlich möchte, von meinem Genuss her. Weiterhin werde ich die Kartoffel aufgrund des phänomenalen Preissättigungsverhältnisses verbunden mit dem hohen Grad an Genuss, den mir die Kartoffel bietet, in meinem Speiseplan zurückholen. Mehr als ich das wahrscheinlich tun würde, wenn ich nur meine Gesundheit sehen würde und sag ich mal normal viel Geld hätte, also die 330 Euro pro Monat. Das heißt, ich werde das ein oder andere Mal sicherlich einfach auf die Kartoffel zurückgreifen. Bisher habe ich das wie gesagt einmal die Woche gemacht, ja, und damit sozusagen quasi ein Ausreißer aus der Rohkost, aber ich bin ja nicht Rohköstler, sondern Rohgan, da gibt es keine Ausreißer. Aber in der nächsten Zeit, jetzt wo ich wirklich mit 100 Euro im Monat auskommen werde, wird die Kartoffel, ich denke, wieder auch eine größere Rolle spielen. Weiterhin werde ich mir, und das ist für mich auch ein Einschnitt, die, die mich schon länger verfolgen werden, das wissen, das ist schon für mich durchaus krass. Ich werde keine Pulver oder Supplements mehr kaufen, die ich nicht unbedingt brauche. Also dieses Ausprobieren der Pulver ist jetzt erstmal für die nächste Zeit ad acta gelegt. Ich meine, ich habe ja quasi, glaube ich, auch schon alle Pulver durchprobiert. Das bedeutet, ich werde mich auf diese Sachen beschränken, die wirklich notwendig sind. Das heißt, also für meine Ernährung. Die sind nicht generell notwendig, aber für meine Ernährung. Das gehört Erbsen, Proteinpulver und die ungeschälten Hanfsamen als Aminosäure und Omega-3 Lieferanten. Und natürlich noch B12 und Vitamin D3, was ich persönlich jedem empfehlen würde. Bei B12 würde ich zumindest eine Ausnahme machen für die, die sich komplett rohköstlich auch ernähren und die viel an der frischen Luft sind, die eine gute Darmflora haben. Da könnte es eventuell nicht notwendig sein. Aber wie gesagt, ansonsten würde ich generell B12 und Vitamin D3 auf jeden Fall empfehlen. Das gehört quasi schon zur Grundausstattung eines Veganers. Weiterhin werde ich versuchen, weitestgehend auf den öffentlichen Nahverkehr zu verzichten und alle Strecken bis 10 km zu laufen. So, denn wenn mein Muskel im Oberschenkel hält, ne? Ich hatte der Muskelbündel ist und so langsam denke ich, dass es wieder in Ordnung kommt, aber muss ich sehen. Das spart aber im Monat auch bis zu 50 Euro. Aber kommen wir nun zur Einnahmenseite meines YouTube-Projekts. Die Menschen von euch, die jetzt schon länger dabei sind, die werden die Zusammensetzung der Einnahmen schon kennen, aber für die vielen neuen Abonnenten, die in diesem Monat ja auch wieder gekommen sind, es waren wieder deutlich über 100, möchte ich kurz die Zusammenstellung erläutern. Die erste Einnahmequelle ist die Tatsache, dass ihr auf die Werbung, die in meinen Videos eingeblendet wird als Banner oder als vorher eingeblendete Videos da erscheinen, indem ihr da draufklickt. Das sind dann die sogenannten YouTube Werbeeinnahmen. Das ist der erste Block. Der zweite große Block, das von meinen gesamten YouTube Einnahmen, also alles was mit YouTube zusammenhängt, sind die Affiliate Einnahmen. Diese bekomme ich, wenn ihr vor einem Einkauf bei Amazon irgendeinen Amazon Link auf meiner Homepage christian.yt oder von denen aus der Infobox unten, wo ich zum Beispiel meine Haushaltsgeräte verlinkt habe, also wenn ihr da vorher auf einen dieser Amazon Links klickt und dann ja, quasi euren Warenkorb bestückt und eure Amazon Bestellung ausführt. Und weil die Frage dann immer wieder kommt, dabei ist es egal, ob ihr das Produkt, was ich verlinkt habe, irgendwie kauft oder nicht kauft. Es zeigt Amazon lediglich, dass ihr ausgehend von meiner Homepage oder meines YouTube-Kanals auf die Amazon-Seite gelangt seid und euch natürlich auch das von mir verlinkte Produkt, wie zum Beispiel jetzt mein Mixer oder was auch immer, zumindest mal kurz angeschaut habt. Quasi ist es auch so wie der Werbung beim Werbeblock das Prinzip. Der dritte Block, das sind die Patreon-Einnahmen. In Deutschland noch relativ unbekannt und auch nicht unbedingt der deutschen Mentalität entsprechend, aber in Amerika zum Beispiel das Tool, womit man Künstler auf freiwilliger Basis und natürlich auch jederzeit widerrufbar finanziell unterstützen kann. Man wird also Patron des Künstlers.
Förderer oder wie man auch immer das ausdrücken möchte. Auch hier habe ich diesen Monat sogar 3 neue Förderer oder Patrons meiner Arbeit gewinnen können. Den Christian, den Alexander und den Daniel. An die 3 und natürlich auch an alle schon existierenden Patrons einfach mal wieder ein fettes Danke. Denn mir ist bewusst, in Deutschland ist das freiwillige Unterstützen einer Sache, die man ja auch kostenlos haben kann, wie diesen YouTube-Kanal, nicht wirklich tief im Mindset verankert und eher Neuland. Umso mehr freut mich das, weil natürlich ich dadurch auch eine ganz besondere Art der Wertschätzung als Feedback habe, gerade unter den Deutschen. Aber auch hier wieder auch der ganz deutlicher Hinweis. Ich möchte nur einen Betrag, den ihr wirklich gerne zahlt. Also nicht etwas aus einem falschen emotionalen Pflichtgefühl heraus oder falschen Stolz, dass ihr jetzt irgendwie nicht nur einen Dollar, also 83 Cent, das ist die niedrigste Stufe, als Unterstützung pro Monat wählt, weil ihr sagt, nee, 83 Cent, da kann der Christian eh nichts mit anfangen und nee, ich bin mehr wert oder so wie, also für sich selber, also was ich gebe. Ich kann da wirklich nur einmal ganz deutlich sagen, dass nicht nur jeder Dollar zählt, sondern auch für mich das Gefühl, dass da ein Mensch auftaucht in der Übersicht, der mich freiwillig unterstützt. Das ist eine Sache, da geht es erstmal gar nicht um den Betrag. Natürlich, wenn ich das dann sehe, freue ich mich natürlich auch, wenn es ein Betrag ist, der höher ist als niedriger. Logisch, wie gesagt, meine Situation ist klar. Aber in erster Linie freue ich mich, dass da ein Mensch auftaucht, der sagt, okay, ich bin jetzt zum Beispiel bereit, 83 Cent im Monat dem Christian zu geben für seine Videos. Dass er sich da hingesetzt hat, und gesagt hat, okay, ich klicke das jetzt so an. Freiwillig, er muss es ja nicht machen. Und das finde ich einfach, ja, einfach toll. Das könnt ihr sicherlich nachvollziehen. Der vierte Block, das sind die privaten Gespräche, mittlerweile fast ausschließlich zum Thema Ernährung oder Business. Wo die oder derjenige mir am Ende auch natürlich auf freiwilliger Basis einen selbstbestimmten Betrag zahlt. Die Gesamteinnahmen, die quasi fast ausschließlich von euch und eurer Unterstützung abhängen, ich möchte das einfach nochmal ganz besonders herausstellen. Keiner ist gezwungen auf die Werbung zu klicken oder mein Patron zu werden oder vor der Bestellung bei Amazon ein Produkt anzuschauen, das ich euch verlinkt habe. Aber ihr macht das freiwillig, genauso freiwillig wie ich jeden Tag seit über 500 Tagen mich mit dem Thema Gesundheit, Bewusstheit, Ernährung und aktuellen Themen beschäftige und daraus für euch jeden Tag ein Video mache. Das ist wie es sein sollte. Keiner wird gezwungen zu irgendetwas. Alles ist freiwillig und man fühlt sich gut dabei, andere zu inspirieren zum einen oder andere zu unterstützen, die einen inspirieren oder informieren. Wir sind keine Einzelgänger als Menschen, die mit spitzen Ellenbogen und starrem Tunnelblick den Weg durch die Gesellschaft bahnen, sondern wir sind soziale Wesen, die gemeinsam mit Empathie, Verständnis und Liebe sich gegenseitig geistig wie körperlich befruchten wollen. Aber eine Sache möchte ich in dem Kontext trotzdem noch ansprechen, da hier durchaus eine potenzielle Gefahr liegt. So sehr ich mich an eure Unterstützung erfreue und so sehr ich sehr glücklich darüber wäre, perspektivisch mit diesem Projekt mein Leben bestreiten zu können, so noch viel mehr sind mir meine Ideale wichtig. Und auch wenn ich euch hin und wieder mal explizit nach Feedback frage, ob ich eine schnellere oder eine langsamere Redeweise, leise oder schwarze Balken und so weiter liebe wären, so sehr werde ich weiter kontroverse, viele vor den Kopf stoßen, also vielen Menschen vor den Kopf stoßende, dadurch aber auch sehr, sehr anregende und bewusstheitsinitiierende Themen bringen. Ne? Ihr sollt auch nicht mit jedem Video derselben Meinung sein wie der Meinung des Autors, wenn ich eine Meinung vertrete. Meistens stelle ich nur Themen dar. Das bin ich auch nicht. Ich bin nicht mit irgendjemandem immer derselben Meinung. Das gibt's nicht. Ne? Aber in dem Kontext ganz wichtig halt, dass ihr das Video vielleicht euch nochmal reinzieht, ich bin nicht das Video. Ich stelle immer nur Themen dar und ich habe oftmals gar keine Meinung zu dem Thema oder eine Meinung, die ich vielleicht gar nicht preisgebe. Manchmal denkt man, dass ich eine Meinung preisgebe, das ist nicht so. Manchmal sage ich aber auch deutlich eine Meinung. Da muss man oft unterscheiden, das ist der Unterschied zwischen Bewusstheit und Bewusstsein, der diesem zugrunde liegt. Aber anderes Thema. Wie gesagt, Infokarten, das Video, ich bin nicht das Video, könnt ihr euch mal angucken. Es geht eben meist nicht darum, in irgendeiner Weise mich selber darzustellen und meine Meinung, sondern wirklich die Themen darzustellen und anzuregen. Vor allem die Diskussion, ich liebe das ja, wenn wir in den Kommentaren diskutieren, wenn wir unterschiedliche Meinungen sehen und sowas, das befruchtet und das ist das, worauf es eigentlich auch ankommt. Ne? Nicht um einfach zu sagen, ja stimmt, sondern sagen, hä, was ist denn das? Und Gedanken einzusetzen.
natürlich meine Persönlichkeit und meine eigene Präsentation der Themen ja, ist natürlich schon so, so ein Tor zu den Thematiken, vor allem zu den Thematiken, denen ihr euch eventuell in einem anderen Kontext verweigert oder keinen Zugang dazu findet und sagt, hey Mensch, den Christian, den finde ich ganz nett oder was auch immer, warum ihr mich guckt, sexy, ne? Und deshalb schaue ich mir das Video an und findet einen Zugang zu einem Thema, wo ihr vielleicht das in anderen Umständen nie angeklickt hättet. Also, die Gesamteinnahmen aus allen Blöcken, die mit meinem YouTube-Kanal zusammenhängen, sind diesen Monat bei 342 Euro. Zusammen ja, mit dem Unterhalt, bin ich, den ich jetzt inkludieren muss, bin ich damit bei 34% meines benötigten Einkommens, um damit ja, quasi das sekundäre Ziel dieses Kanals zu erreichen. Weil ich jetzt mit dem Unterhalt zusammen sagen würde, 1000 Euro brauche ich im Monat. Ja, denn auch wenn irgendwann ich an den Punkt ankomme, wo ich diesen Kanal nicht mehr täglich bedienen kann und eben auch nicht mehr 100% die Sachen machen kann, die ich liebe, werde ich trotzdem diesen Kanal auch weiterführen, aufgrund eben der Tatsache, dass es eben das ist, was ich liebe. Und dann werde ich natürlich mit der Zeit, die ich zur Verfügung habe, ein bisschen jonglieren müssen, genauso wie ich jetzt ein bisschen mehr mit dem Geld jonglieren muss. Aber das sind alles nur Anpassungserscheinungen, ne? Also das ist alles nur, ja, in erster Instanz kurz sagen, oh, das ist nicht so schön, aber dann sagen, okay, ich muss mich anpassen, ja? Ich muss das maximal Mögliche rausholen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich diesen Traum, die Welt jeden Tag ein Stück besser zu machen, irgendwann gegen etwas anderes tauschen werde. Aber wir werden sehen, ne? Und ihr werdet wie immer bei all meinen Gedanken und meinen Erfahrungen dabei sein, zu 100% offen und ehrlich. Warum ich diese Offenheit auch gerade bezüglich Geld jedem empfehlen kann, habe ich euch in einem anderen Video schon erklärt. Wenn ihr offen lebt, dann lebt ihr euer Leben und lebt nicht das Leben von irgendjemand anders oder ihr lebt nicht das Leben, was von euch erwartet wird. Und das ist entscheidend, euer Leben zu leben. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ihr könntet euch ein paar interessante Dinge hier mit rausnehmen oder habt euch ja, informativ bedient gefühlt. Und wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, euer Christian. Tschüss.